das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie ist er noch gleich. Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Control. Es geht los, wir sind Jesse und irgendjemand hat uns hierher geschickt. Wir wissen nicht, wer es gewesen ist und wissen auch den Grund nicht. Das alles gilt es herauszufinden in den nächsten Folgen von Control. Schön, dass du eingeschaltet hast und jetzt geht es los. Federal Bureau of Control. Erinnerung. Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, Smartwatches, Smartphones, smarte Spielgeräte, alles andere smarte. Bleistifte. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentationen eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienden, Ketchupflaschen. Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch Pre-Warte-Eingänge hineingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. Nun denn, wir haben nichts dergleichen bei uns. Deswegen dürfen wir rein. Aber hier gibt's nichts, deswegen gehen wir nach oben und sehen uns mal um, wo wir überhaupt hier sind. Im Federal Bureau of Control. Das haben wir gerade gelesen. Dieses Siegel. Lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen. Sie sieht ein Siegel in ihren Träumen.
Ausgabenüberblick, Geschäftsleitung Q2, Personalüberwachung, Datenzentrum, Initiative, Bau, Nebenaufgaben, Büromaterial, Hausmeisterkosten, Funkusentfernung, Hauptquartier, Unterhaltskosten, Aufschlüsselungstabelle der Kosten auf Seite 5, 5-Jahres-Vergleichsdiagramm, bla bla bla. Wir gehen weiter. Und können auch sprinten. Rechts. So, und es scheint hier nicht sehr voll zu sein hier. Das ist schon mal das erste Merkwürdige. Keine Menschen. Wie ausgestorben. Direktor Zachariah Trench. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Jahrelang hat Jesse sie gesucht. Und jetzt sind wir hier. Warum hat Jesse sie Lara jahrelang gesucht? Das wissen wir nicht. Achtung an alle Mitarbeiter. Ein Hai in seinem, obwohl sichere Genehmigung zum, nach einfachem Protokoll, erschießen. Viel Glück. Hier ist doch was im Busch. Ich höre Musik. Und irgendjemand summt. Wir sind doch nicht alleine. Erinnerung R4-Berichte. Hallo. Wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4.E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie kein R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuchs für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihren R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter. In Klammern Dr. Darling, Miss Marshall, Mr. Salvador oder Mr. Kirkland. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Und jetzt schauen wir mal, wer sich hier noch aufhält. Hallo? Offensichtlich sind wir hier mitten in der Nacht. Deswegen ist hier nur Reinigungspersonal. Hey, Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst.
Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Wie war das? Eine Axt hinter der Sauna? Vorstellungsgespräch? Der neue Traumjob? Hausmeistergehilfe? Im Federal Bureau of Control. Ding! Wenn das mal kein Zufall ist. Okay. Hier sind wir hergekommen. Nette kleine Verarsche. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Starring Courtney Hope. Juha. Und so weiter. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt, den Bruder Dylan. Willkommen im ältesten Haus. Dringe tiefer in die Behörde ein. Dann lasst uns mal eindringen. Oder? Hier fehlt eine Sicherung. Missionen. Dringe tiefer in die Behörde ein. Das behält man natürlich bei. Schriftverkehr. Erinnerung genehmigter Begrifflichkeiten. Verfassen von für die Öffentlichkeit bestimmten Materialien. Bitte halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, wenn Sie Todesmeldungen in Zusammenhang mit dem Willow AWE verfassen. Die verwendete Wörter, Wendungen im Dienste seines, ihres Landes. Bedauern, stolz, stolz sein, wird nicht vergessen. Zu vermeidende Wörter und Wendungen. Alaska, Schere, Blut, Bluten, Verlust, Entschuldigung, Verzeihung. Mal abstellen. Irgendwo? Hier nicht. Ich drücke mal, aber Taschenlampe scheinen wir noch nicht zu haben. Und hier ist auch nichts.
Trench, bitte nicht stören. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine ab. Für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allen nicht vertrauen, Barbara. Keinem einzigen. Gezeichnet Trench. Also dieser Trench macht sich wegen irgendwas Sorgen. Untersuche den Lärm. Auf jeden Fall. Ich komme die ganze Zeit schon so nackt vor. Gib her das Ding. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Das ist eine gute Frage, Jesse. Wo sind wir hier? Okay, dann gehen wir einfach mal. Momentan haben wir nur einen Sprung. Also keinen Doppelsprung. Hallo? Wer sind Sie? Sie-Schlag. Okay. Scheint sehr effektiv zu sein. Dieselbe Waffe. Jetzt schaltet sich eine Trophy frei. Die Wahl der Auserwählten. So, jetzt habe ich eine Waffe. Sind wir auserwählt? Und wenn für was? Also, erst töten, dann laufen. Die Amtswaffe regeneriert automatisch Munition, wenn sie nicht im Einsatz ist. Na, das nenne ich doch mal komfortabel. Keine Munitionssucherei hier. Wie durch Zauberhand wird sie einfach nachgefüllt. Ein bisschen Abwechslung schadet nie. Okay. Aber jetzt schießen sie zurück. Könnten sie jedenfalls. Ja.
Da kommt etwas. Die Bedrohung. Zerstörung der Behörde. Ein perverses Versteckspiel. Ein Angriff. Pflicht als Direktor. Die Behörde schützen. Nötig für das Überleben. Leiden. Verpflichtend. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Draußen ist es ruhiger geworden. Ist das sicher? Tja, und ob das draußen sicher ist, das wage ich zu bezweifeln. Das werden wir aber in der nächsten Folge kontrollieren und in der nächsten Folge sehen. Die Befürchtungen und die Ahnungen und die Ängste des Direktors haben sich jedenfalls bewahrheitet. Er hat zu Recht vor irgendetwas Angst gehabt, aber wir wissen noch nicht, vor was genau. Das alles erfahren wir in den nächsten Folgen. Bis hierhin war es das. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Part und ciao.